Den spirituellen Weg richtig zu gehen, ist ein sehr schwerwiegendes Unterfangen. Und keines, auf das man sich naiv einlassen kann. Er enthält zahllose Irrwege oder Sackgassen, die zu einer verzerrten, egozentrischen Auslegung von Spiritualität führen. Wir können uns selbst der Täuschung hingeben, dass wir uns geistig weiterentwickeln, während wir stattdessen nur unsere Ich-Bezogenheit durch spirituelle Techniken stärken. Dieser grundlegende Irrtum lässt sich als spiritueller Materialismus bezeichnen. Das ist aus einem sehr guten Buch von Shögyam Trungpa, ein Lehrer des tibetischen Buddhismus, der als Wegbereiter im Westen angesehen wird. Spiritueller Materialismus. Das Denken ist schon echt witzig. Das Denken ist klug und hinterhältig und sehr verführerisch und veräppelt uns meistens, macht uns etwas vor. Denn wir denken, wenn wir Dinge erfassen können, dass diese dann alle Probleme lösen könnten. Das stimmt ja auch. Im Alltag müssen wir denken, müssen wir zu Ende denken und alle Handlungen und unser Leben, das sich daraus kreiert, geht auf das Denken, auch auf das abstrakte Denken zurück. Das Denken ist eine göttliche Gabe, das abstrahierende Denken. Aber jeder, der zum Beispiel versucht, Meditation, Sitzmeditation zu praktizieren, weiß natürlich, dass die Ebene des Denkens bei der Praxis hinderlich erscheint, erst einmal, beziehungsweise das diskursive, ständige Nachdenken, das fesselnde Denken, die Affenhorde im Baum, dieses ständig nachdenken müssen. Das kann man mit Konsequenz und auch mit Willen erst einmal nachhaltig, ja, unterdrücken ist vielleicht das falsche Wort, aber indem man sich auf die Körperlichkeit besinnt und meinetwegen tief in den Bauch hineinatmet und den Gedanken nicht mehr folgt, kann man das Denken sehr schnell ausklammern oder die Kraft auf die Körperempfindung lenken und somit die Kraft vom Denken, vom Nachdenken abziehen. Wenn das passiert, kommt man in eine Meditationsstufe hinein, die nennt man Gedankenfassung. Das bedeutet nicht, dass das Denken gänzlich zum Erliegen kommen muss, aber man spürt, dass die Kraft, die sich im Unterbauch sammelt, in der Körpermitte, doch dazu führt, dass wir uns sehr lebendig fühlen, dass wir Freiheit empfinden. Diese Freiheit ist gekennzeichnet mit einem positiven Glücksgefühl, mit Zufriedenheit und Gestilltheit. Und aus der Gedankenfassung erwächst dann gleich die zweite Meditationsstufe, die Freude. Es entsteht Freude. Diese Zustände sind endlich, haben einen Anfang und haben ein Ende. Diese Zustände, die man auch Samadhi nennt, die speisen sich eben aus der Praxis. Das heißt, wenn
du viel meditierst und viel willentliche Kraft aufwendest, werden diese Zustände natürlich auch vom Willen her vertieft. Und was er hier meint mit der Weg enthält zahlreiche Irrwege und Sackgassen, die zu einer verzerrten egozentrischen Auslegung von Spiritualität führen. Wir können uns selbst der Täuschung hingeben, dass wir uns geistig weiterentwickeln. Was hier wichtig ist, zu erkennen, dass die Vertiefung in die Meditation, diese Weiterentwicklung, Entwicklung, raus aus dem Kopf entwickeln, entwirren, nicht zeitgleich eine wirkliche Befreiung bedeutet, um die es in der Tiefe des Zen oder des Buddhismus oder, um die Worte wegzulassen, um die geistige Befreiung des Menschen auf wesentlicher Ebene geht. Es ist nicht gleichzusetzen. Hörst du mit der Meditation auf, werden auch diese scheinbaren freien Zustände sich erübrigen und verflüchtigen. Das heißt, spiritueller Materialismus ist der Fakt, dass wir über unsere Meditation sprechen oder denken in erster Linie, ohne dass uns das vielleicht bewusst wird, wie über Errungenschaften von einem Motorrad, von einem Haus, von Partnerschaften, von Gedanken, Konzepten und Ideen und Philosophien, mit denen wir uns vielleicht befassen. Und das ist spiritueller Materialismus. Materialismus ist nicht nur hier die Materie, sondern im Zen werden auch Gedankenformen als Materie bezeichnet, als feinstoffliche Materie. Und die Grundlage zur geistigen Offenheit und Selbsterkenntnis ist die Anhaftung an Materie loszulassen, wirklich loszulassen. Deswegen ist es wichtig, immer deutlicher zu sehen, woran wir haften. Und es ist zweitrangig, ob wir an unseren materiellen Gütern haften oder an unseren geistigen. Und Meditation ist ein geistiges Gut, was Berechtigung hat, was wichtig ist auf dem spirituellen Pfad. Ich behaupte mal, ohne Meditation gibt es auch keinen spirituellen Pfad, was immer das erstmal heißen mag. Gibt es aber keine Vertiefung, weil die Vertiefung hinter dem Denken, unter dem Denken, über dem Denken, vor dem Nachdenken steht. Solange ich über die Wirklichkeit nachdenke, so hilfreich die Ideen auch sein mögen, bleibe ich auf der konzeptuellen Ebene. Zu glauben, dass ich irgendwas erreicht habe, ist eine Anhäufung von spirituellem Materialismus und ein Hindernis auf dem Weg. Zu glauben, dass ich erst irgendetwas verstehen müsste, ist ein Irrtum. Auch wenn du überhaupt nichts verstanden hast, bist du ein Buddha. Bleib einfach bei dem, was ist. Im Zen heißt es Zen-Geist, Anfängergeist. Fang
jetzt an. Lass uns jetzt anfangen, den Weg zu betreten. Nicht irgendwann, nicht mit irgendeiner Erfahrung, die irgendwann kommt. Nicht mit irgendeiner Vertiefung. Jede Methode, auch die Methode, die wir praktizieren, die Koan-Methode, führt dich in diese Loslösung von spirituellen Materialismus, von irgendwelchen Ideen, führt dich in die völlige Armut. Meistens wird es verwechselt, wird die Idee verwechselt, dass man enthaltsam leben müsste, dass man auf Dinge verzichten müsste. Es kann manchmal nicht schlecht sein, aber das sind genauso Ideen wie jede andere Idee auch. Im nächsten Video werde ich ein weiteres Buch oder einen kleinen Text auch weiter vorlesen von Chögyam Trungpa, und das heißt Feuer trinken, Erde atmen. Bis zum nächsten Mal.